Spaß. Also es liegt bei mir sozusagen in der Familie. Mein Vater, der zaubert auch. Und der erste in unserer Familie, das war mein Opa, mütterlicherseits. Ja, ich meine, der war so ein Hobbyzauberer. Also so. Der konnte so einen Trick, aber den gut. Als meine Mutter geboren wurde, ist er verschwunden. Zaubern hat eine lange, lange Tradition. Und ja, in der heutigen Zeit kann man das bei YouTube und übers Fernsehen natürlich alles dann so mitverfolgen, auch so, wie so solche Sachen funktionieren. Und ich habe überlegt, die Leute, die es bei YouTube zeigen, die können das meistens gar nicht richtig. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich selber einen Zauberkurs. Und das habe ich jetzt dieses Semester gemacht. Insgesamt waren wir 12 Leute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass mein Teilnehmer das gefallen hat. Und ich wurde oft gefragt, Juren, auch so von Fachkollegen, so Juren, wie hast du denen das denn so beigebracht? Wie funktioniert das denn? Also sitzt ihr dann so alle im Kreis und euren Hexenhüten und trinkt dann Tee? Oder ist das wie bei Hogwarts, dass man da irgendwie so mit seinem Zauberstab dann halt so kämpft? Und ich habe mir überlegt, wann soll ich das großartig erzählen, wenn ich es einfach zeigen könnte? Also wie läuft so eine Zauberstunde bei mir ab, wo ich einen Zaubertrick erkläre? Ich erkläre, wie das funktioniert mit dem Seil oder mit dem Beutel. Und ja, zeige ich es euch einfach. Michael, drück die Taste. Meine Damen und Herren, folgen Sie uns jetzt wieder hinter den Vorhang von Schein und Sein. Willkommen bei Aus der Zauber. Und hier ist er wieder, die wahrscheinlich größte Petze des Showbusiness, der maskierte Magier. Geheimnisvolle Maske auf. Und wie immer gilt, sollten Sie nicht wissen wollen, wie die folgenden Zaubertricks funktionieren, schalten Sie jetzt um. Denn jetzt enthüllt unser Magier das wohl bestgehütetste Zaubergeheimnis der Welt. Das sagenumwobene Becherspiel.